Hallo und zurück zu Kingmaker. Und jeder Schritt will hier im Iron Man überlegt sein. Ne? Jetzt ist natürlich die Frage, was haben wir gemacht, was müssen wir noch machen, wohin müssen wir? Ich glaube, wir gehen wieder auf Reisen. Ja, und in den Tempel rein. Ne? Und legen uns mit dem Riesenvieh an, oder? Jetzt muss ich trotzdem nochmal schauen, weil ich es vom letzten Mal nicht mehr weiß. Wir haben uns 10... Wie viel haben wir denn eigentlich Geld noch? Ich ziehe immer das nicht gleich auf Anhieb. Ach hier, 520. Wie viel haben wir? Mittelschwere. Wollen wir uns lieber noch so einen mittelschweren... Überladen, ja klar. 209 Pfund. Wollen wir oben trotzdem mal alles so Handwerksdinger, damit wir noch ein bisschen Pfund verlieren. Schau mal hin, das sind 12 Pfund. Das ist doch ein bisschen arg. Dass wir das... Na, es wäre eigentlich Quatsch, oder? Wenn wir das mit uns rumschleppen. Ich meine, wenn wir schon mal eine halbe Heimstadt bekommen, wir nehmen mal die Kiste hier. Haben wir da schon was drin? Haben wir schon was rein? Da haben wir tatsächlich schon was rein. Da haben wir doch schon was rein. Wie sagen wir das? Okay. Nee, nicht teilen. Achso, so geht das. So, die, genau, jetzt machen wir alles an Handwerksmist. Ja, kochen wollen wir ja. Und auch so das Bücherzeugs. Ach so, ja, apropos Bücher. Wir wollten ja mal schauen, noch, ob vielleicht irgendjemand hier ein Buch hat. Aber das Zeug hier können wir doch, ne? Seil, glaube ich. Ja, das lassen wir mal drin. Ja, ich weiß nicht. Brauchen wir das nochmal? Die schriftlichen Befehle? Ich sag jetzt einfach mal nein. Ich sag jetzt einfach mal nein. Was haben wir denn hier? Ich war heute wieder beim alten Tempel. Ein böser, ein dunkler Ort. Hat er mir nachspioniert? Ja, brauchen wir das? Noch eine alte Notiz. Haben wir die schon gelesen? Ich lese so viele Notizen zurzeit. Ist schwer zu sagen, ne? Ja, ja, das ist schön. Das lassen wir mal lieber drin, ne? Und vor allen Dingen, das ist ja kaum von Gewicht, ne? Das muss man ja dazu sagen. Ja, allerdings, Werwölfe Uhrzeit. 2 Pfund, ja, komm. Das können wir jetzt noch, oder? Ach komm, die 2 Pfund. Bitte ruhig. Aber so viel haben wir auch nicht wegbekommen. Ich glaube, das hier wird viel... Ja, das macht viel aus. Die ganzen Tränke machen einiges aus. Also müssen wir verwenden. Ja, als Alchemisten, wir brauchen das schon. Wer weiß, ob wir wieder irgend so eine Schwarmgegner bekommen, ne? Weiß es nie. Ich würde jetzt trotzdem nochmal schauen. Unten... Ach, die will, glaube ich, nicht... Die will in ihrem Schmerz alleine bleiben, oder? Wie war denn das mit ihr hier? Ich glaube, mit der redet man zurzeit nicht. Nee. Sag mal, hat die nicht irgendwelche... Was war nochmal eigentlich mit dieser Anoriel? Da würde ich trotzdem nochmal auf eure Geschichte eingehen, Anoriel 8 Auge. Anoriel sieht mich schweigend an. Was ist in der Kirche von Rehn passiert? Ich habe keine Ahnung, von was wir sprechen hier. Die Elfin. Sie schüttelt den Kopf. Ich will euren Schlaf nicht mit Albträumen füllen. Wenn ihr beweist, dass ihr in einer Schlacht bestehen und den Sieg erringen könnt, ohne euch selbst zu verlieren, dann... Und nur dann werde ich euch von den Schrecken berichten, die uns in der Kirche von Rehn erwarteten. Ich habe wirklich keine Ahnung, von was du sprichst. Aber wir hatten, wir
Hat der letzte Feldzug der sorglosen Sechs gleich nochmal begonnen? Wie war denn das? Hier ist die Geschichte. Unser Anführer Wirmelt, er war der Beste von uns, weise, mutig, mit allen befreundet. Und einer dieser Freunde, Adibion Adrissan, schickte ihm einen beunruhigenden Brief. Er war auf einige alte Bücher über die Kunst der Nekromantie gestoßen. Derartige Geheimnisse sollten am besten für immer verborgen bleiben. Glaubt mir, ich habe gesehen, was diese Art von Magie anrichten kann. Die Elfin, sie beißt sich auf die Lippen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Die besagten Folianten waren angeblich in den Katakomben des Galgenkopfs versteckt. Wir beschlossen, die Bücher zu bergen und in die Obhut der Gesellschaft zu geben. Also trafen wir uns in einer Taverne, besprachen die Expedition und brachen dann nach Ustalav auf. Haben wir das schon mal irgendwie gehört? Oh, das sind so Dinge, die gehen an mir vorbei irgendwie. Es war eine ganz normale Mission. Anuriel lächelt verbittert. Aber dann erwies sich alles wesentlich komplizierter. Wir kamen nur mit Mühe durch den Hexentorwald. Wie kommt mir das bekannt vor? All die lebenden Bäume dort, untoten Druiden. Es war ein Wunder, dass wir überlebten. Wir beschlossen, an der Kirche von Re, das hat sie uns schon mal erzählt. Und deswegen können wir auch fragen, was in der Kirche, also ich bin der festen Überzeugung, die hat uns das schon. Er schleudert ihn herum wie eine Feder und schließt ihn in den alten Brunnen. Na gut, Anuriel, das ist ja alles sehr schön und gut, aber wir werden jetzt nochmal in den Elch hineingehen. Das war aber ein Riesenvieh, oder? Warte mal, Bücher hat unser Freund hier nicht zufällig, Bocken. Bocken, Entschuldigung. Wir haben außerdem noch nicht deine Kobolde gefunden, das weißt du hoffentlich, ne? Ich glaube, da haben wir schon noch. Im Grunde, warum sollte man das Buch hier kaufen? Wenn man es lesen kann. Das ist so ein Ding. Über Transmutation. Das ist natürlich für unseren Alchemisten absolut interessant. Ein Trank ist nämlich nicht lediglich ein Gebräu, sondern eine Mischung aus Grundelementen, die das bloße Auge nicht sehen kann. Sobald diese Grundelemente des Geistes im Inneren Wurzel schlagen, können sie sich vermischen und durch die Vereinigung die Seele vergiften, zu schändlichen Taten nötigen oder mit dem Feuer eines Dämons entzünden. So, ich habe dein Buch gelesen. Puh, habe 48 Goldstücke gespart. So ein Quatsch, oder? So, wann? Du hast bestimmt keine Bücher, ne, Oleg? Du siehst nicht aus, als ob du Bücher verkaufst. Obwohl. Ja, die haben wir im Verkauf, die alte Karte. Nee. So, jetzt aber. Genug gemauschelt. Zum Tempel des Elch. Ja, mir fällt nichts anderes ein, um ehrlich zu sein. In das Grab können wir nicht. Dieser Troll sieht aus wie... ich hätte gern ein Buch über einen Troll, um ehrlich zu sein. Ach ja. Euch beide. Wir kümmern uns drum, wenn sie tot sind. Wir kümmern uns um das Problem, wenn sie wirklich dahingerafft werden. Mist! Ja, das ist schon nicht einfach. So, wir könnten natürlich auch in die Hauptstadt mal reisen hier. Wenn es geht. Wenn es ging. Ich weiß es nicht. Und dann könnten wir schauen. So, hier waren wir in dieser Fangbärenhöhle. Ne? Warum müssen wir eigentlich zur Nettelskreuzung? Das weiß ich natürlich auch noch nicht. Das Schicksal der Brücke und ihres Erbauers, eines Ingenieurs namens Darvik Nessel, ist ein dunkles Geheimnis der Raubland. Eines Tages war die Brücke zerstört und Darvik war verschwunden. Sollten wir da mal hingehen? Es ist ziemlich weit weg, und wenn es ziemlich weit weg ist.
Ich weiß nicht, wie gut wird das. Komm, wir gehen mal runter. Was soll's? Das heißt. Jo. Adventures can wait. Jo. Ein Beutelwolf. Ja, im Grunde ist das hier Kleinkram von unserer Truppe. Sag ich in meinem. Obwohl. Let us strike is one. To victory. Naja. So, Amiri, hier rüber. Und das ist ja traurig hier. Wartet mal, da müssen wir alles hier. Der ist tatsächlich abgestriffen. Ne? Ich wollte ihn so schön in einem Hinterhalt reinbringen. Ne? Keine Chance. Ne? Könnte vergessen. So, unser Häuter muss da wieder her. Was häutest du so? Wartet mal. Der ist aber nicht mehr zum Häuten hier. Was habt ihr denn mit dem gemacht hier? Wie wollen wir denn das häuten, wenn ihr den so schlagt? Valerie, du warst das, ne? Das ist. Also, die zerschlagen den so brei und wollen den halt. Warte mal, wo muss man nachher nicht wieder raus? Ach, da. Valerie zerschlägt ihn zu brei. So, und jetzt müssen wir eben hier runter, ne? Was ist denn mit euch? Ja, Schwelle des Todes, richtig. Ich würde vor... Naja, gut. Nee, ist gut. Warte mal, der ist erschöpft, ne? Nee. Mit erschöpften Charakteren will ich eigentlich nicht. Wir machen lieber... Lager. Ich glaube, das passt so. Warte, wir gehen noch mal rein. Die macht wieder... Aber die könnte jetzt auch ihren Pfannkuchen, ne? Ein Bonus auf Bewegungsrate. Aber wir haben nur einen Honig. Und das ist ja... Ah, einen Flügel haben wir gar nicht. Das ist doch hier das Lieblingsgericht von... Das war doch das Lieblingsgericht von... Amiri oder Valerie? Ich weiß es nicht. Entschuldigung. Ja, ich glaube, das ist gut hier. Weil... Doch. Und hier, das ist ja immer, ne? Das geht. Genau. Sehr schön. So, okay. Obwohl... Wir haben ja gesagt... Die Gruppe wird nicht ausruhen. Aha, jetzt haben wir es. Glaube ich, im Griff hier. Ah, okay. Oh, schade. Die beiden Küche noch. Ne? Verdammt, ja. Zwei Küche verdammt. Ne, das ist zu heiß eben immer noch. Ne? Viele Köche verderben den Brei, ne? Moment. Ich erwache plötzlich im Inneren eines Hauses. Nicht weit entfernt jaulten wütende Hunde. Die Luft, sie roch verbrannt. Die Holzwände waren heiß. Und unter der Decke sammelte sich beißender Rauch. Sag mal, haben wir das nicht schon mal? Wir schauen... aus dem Fenster mal raus. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Als ich mich dem Fenster nähere, berste das Glas und ein Pfeil bohrte sich in meine Brust. Das hatten wir doch schon mal, genau dasselbe. Die Haut von mir war eiskalt, plätscherndes Wasser. Oder ertrunkener Mann flüstert Wirkwasser. Vielleicht hätten wir was anderes nehmen sollen, ne? Ich glaube, ich hätte mal was anderes nehmen sollen. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Na gut. Oha.
Das sieht aus wie eine Festung, oder? Wir schauen mal hier rauf. Wie sind Mäuse oder wie so Ruinen, ne? In due time. Das sind Ruinen. Die Frage ist, ob wir hier entlang schlendern sollen oder nicht. Oder ob wir gleich hier rum sollen. Komm, wir gehen gleich hier rum und gehen mal in den Tarnmodus. Weil, ne, was ist denn das hier? 5 Münzen für die Überfahrt. Ach, hier könnten wir mit irgendwas... Na, wir schauen uns erstmal weiter um. Also hier drin scheint... Wir schauen trotzdem mal rein. Aber hier drin scheint erstmal nichts zu sein. Schade eigentlich. Hat mir viel erhofft. Wollen wir weiter normal gehen? Na gut. Ihr habt mich überredet. Wartet mal, warum gehst denn du jetzt eigentlich? Am besten du gehst hier hin. Dann gehen meine 2 Großen vorne weg. Achso, es geht schon gar nicht mehr weiter. Aha. Oh oh. Ein Untoter? Das Gesicht des Leichnams ist nach der langen Zeit im Wasser aufgedunsen. Der Gestank, der seinem zahnlosen Mund entweicht, ist so beißend, dass meine Augen drehen. Echt? Auf die Entfernung? Die Hand, in der ein unheilverkündenden Speer hält, ist mit Schorf bedeckt. Ich fühle mich plötzlich schwach, als würde eine kalte, nasse Hand schwer auf meinem Kopf lasten. Mein nasses Haar klebt auf meiner Haut und Rinnsale aus eiskaltem Wasser laufen mir übers Gesicht und Hemd. Dann höre ich in meinem Kopf ein heiseres Flüstern. Da seid ihr ja! Ach, du warst es, der mir diese Albträume geschickt hat. Als sein gurgelndes Lachen meinen Schädel erfüllt, verschwimmt meine Vision und meine Ohren scheinen sich mit Wasser zu füllen. Alle anderen Geräusche sind gedämpft, als wäre ich unter Wasser gefangen. Ich schüttle den Kopf, um mich von diesem Gefühl zu befreien. Wer bist du? Davik Nessel. Ein Sturm von Bildern erblitzt vor meinen Augen auf. Vor langer Zeit kam dieser Mann, der damals noch lebte, von Brevo hierher, baute eine Seilbrücke und ein Haus und ließ sich von all jenen bezahlen, die über den Fluss setzen wollten. Sag an, wie bist du gestorben? Ich sehe die Vision eines Frühlingstages. Sonnenlicht wärmt meine Wangen, 3 Männer nähern sich dem Haus an der Brücke. Einer von ihnen trägt einen geweihartigen Helm. Der Hirschkönig. Wütende Gesichter, ein Streit, das Schimmern eines gezogenen Schwertes. Plötzlich weiden sich die gierigen Augen des Hirschkönigs im ungläubigen Erstaunen. Der Herr des Hauses hat seine Hunde von der Kette gelassen. Ich werde von einem brenzlichen Geruch und lautem Gebell geweckt. Flammen kriechen die Wände hinauf, das Geräusch von zersplittertem Gras, die eiskalte Nachtluft. Ich bin draußen, außerhalb des Hauses, und irgendetwas stimmt hier nicht. Ein Pfeil bohrt sich tief in meine Schulter. Ich höre das schallende Gelächter aus 10 Kehlen. Ich laufe. Bin schon in der Mitte der Brücke. Der Mann mit dem geweihähnlichen Helm durchtrennt die Seile. Ein markerschütternder Schrei erfüllt die Luft. Aha. Und so ist er gestorben, tatsächlich. Was willst du von mir? Ich sehe die Vision eines Mannes mit geweihartigem Helm. Ich höre ein unterdrücktes Stöhnen und der Helm fällt mit einem dumpfen Geräusch zu Boden. Meine Hände sind voller Blut, zu viel Blut. Tod dem Hirschkönig. Ja, das wollen wir doch auch. Hast denn es nicht auch, wenn euch jemand um etwas bittet, das ihr ohnehin auch machen wolltet? Linse, meine Gedanken. Also ich neige in solchen Fällen dazu, gar nichts zu tun, nur um den Bittsteller zu ärgern.
genau meine Gedanken. kannst du den Hirschkönig nicht selber töten? Ich sehe den Hirschkönig und seine Spießgesellen, die versuchen, eine neue Brücke zu bauen. Dann laufen sie in Panik vor dem verrotteten Monster davon. Seitdem hat der Hirschkönig diesen Ort gemieden. Aha. Ich würde, um ehrlich zu sein, gern Lindsay zustimmen, aber wir sind nicht chaotisch neutral. Jetzt meine Frage, mein Freund. Warum ich? Warum ausgerechnet ich? Ich spüre, wie mir unsichtbare Finger, die kälter sind als Stein, eine nasse Strähne meines Haares aus der Stirn streichen. Na schön, du sollst deine Rache am Hirschkönig bekommen. Vielleicht. Der ertrunkene Mann, der reglos neben mir gesessen war. Ach, der hat neben mir gesessen. So. Nickt mit dem Kopf. Kommt später. Nehmt den Speer. Aha. Ein Speer? Nun, jedenfalls... Ey, warte mal, wie haben wir denn in den Ohr gesprochen? Habe ich keine Ahnung. Nun, jedenfalls werden wir es nicht umsonst machen. Nee, wir haben einen Speer. Ha, ich würde ihm selbst dann helfen, wenn er uns nicht dafür bezahlt. Er hatte ein so hartes Leben und ein übles Dasein als Untoter. Ach, das muss noch härter sein. Ihr helft diesem Abschauen, wie immer kostenlos, als wäre euer Leben einfach. Finde den Ursprung aller Albträume. Ja, schön, Albtraum. Ja, ist er mir nicht... Ist er im Grunde nicht ein... Wir sind im Grunde nicht einen Schritt weitergekommen, ne? Nicht einen Schritt, ja, stimmt. Was sind eigentlich mit Schlitzzahn? Ach so! Wieso? Ach so, ja, genau. Das haben wir gemacht. Ja, wir müssen zu diesem Tempel. Warum bin ich hier runter? Warum bin ich hier runter? Na gut, also momentan ist es ja... Todesgebiet für uns. Wir schauen aber trotzdem nochmal zur Brücke hin. Achso, und hier hat es ja immer übergesetzt, ne? Oder hat Wegzoll verlangt. Moment. Na halt. Ja. Schön. Okay. Das Bing fand ich gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Wir werden jetzt mal die Blindschleiche vor uns hertreiben. Ja, was machen wir jetzt, ne? Adventures can wait. What? Ja. Wir gehen auf alle Fälle hier unten entlang. Vielleicht finden wir ja noch was. Zufälligste Weise. Ja, wir gehen... Oder gehen wir ganz unten entlang und dann hier rauf. Dann haben wir es einmal umrundet zumindest. Ne? Oder wir haben einen Zufallskampf. Ich frage mich immer noch, ob wir irgendwo im großen Zeitdruck sind. Ne? Denn irgendwie habe ich das Gefühl... Wo ist der nächste? Ist doch nicht nur ein Schwein. Das können wir vergessen. Übrigens, Schweine sind ja echt, glaube ich, also die waren bei Gothic, waren die super schwierig, fand ich. Halt! Amiri? Nee, nicht Amiri. Und die geht wieder hier drauf, ne? Sag mal, ihr habt alle hier... Ihr schießt, ne? Da ist er, da geht schon wieder Amiri hinterher. Schaut hin. Schaut hin, es ist fast nicht zu glauben. Was ist denn das? Schaut mal hin. Schaut jetzt mal genau hin.
Oh, wartet, ich sehe gerade was. Ich sehe hier gerade was. Willst du mal? Wieso kannst du eigentlich? Hä, wieso? Ach so. Wir haben... Dann ist Lindsay praktisch auch ohne. Nö, die hat. Merkwürdig, oder? Valerie, geh mir nicht kaputt. Mach nochmal. Was ist denn das für ein... Was ist denn das für ein Eber? Das ist doch kein Eber, das ist doch ein Witz. Ich will, dass du 5000... Sag mal, sind wir schon wieder überladen? Oder was ist mit dir? Ach, du bist erschöpft. Ach, deswegen waren sie so schlecht wahrscheinlich, ne? Ich glaube, deswegen waren sie so schlecht, weil sie total erschöpft waren. Ich glaube, hier war immer nichts dabei, ne? Hier war... Also hier findet man nichts. Okay. Adventures can wait. Könnten wir eigentlich gleich ein Lager aufschlagen, aber wir gehen mal noch ein Stück, um ehrlich zu sein. Hier könnten wir auch rein, ne? Aber das ist hundertprozentig was mit... Oh. Na gut, die anderen sind ja noch gut drauf, ne? Ich glaube, Gatwin ist deshalb so schlecht drauf, weil der hatte diese Albträume, ne? So, sie geht wieder nach außen. Die gehen immer gleich auf. Ja. So hat man drauf. Warte mal, dann könnte man eigentlich gleich... Obwohl, ich weiß immer nicht, wie der Eisstrahl wirkt, ne? Halt! Pass auf, du gehst jetzt mal hier rauf. Der Eisstrahl ist total immun dagegen. Ich glaube, Säure war super, oder? Wartet mal. Mach mal deinen Säurestrahl. Und du hast, glaube ich, auch Säure. Ich glaube, Säure war insgesamt super. Ich glaube, das wird was härteres hier. Kannst du... Nee? Dann geh noch ein bisschen drauf. Wahnsinn, oder? Ist ja der Wahnsinn. Ich glaube, Säure ist nicht schlecht. Gatwin, hast du noch irgendwas Verrücktes? Nee, ne? Lindsay? Das Lied des Mutes könntest du trällern. Schön. Wartet mal, eher hier. Machen kaum Schaden, ne? Machen kaum Schaden. Lindsay, während du das Lied des Mutes trällert, könntest du mal deinen Hund weg. Und sollen wir ihr schon... nee, noch nicht. Warte mal, macht ihr überhaupt noch was? Mit Säure? Sieht gar nicht so aus, nämlich. Mist. Wir hatten hier mit Jesro, Axa. Die machen gar nichts mehr mit Säure. Die Idioten. Machen wir hier gleich. Oh, total vorbei. Junge. Total vorbei. Aber total vorbei, ne? Warte mal. Also Säure ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Oh, jetzt hat sie aber... Jetzt hat Amiri zugeschlagen. Und das ist vom Lied des Mutes? Nee, entkräftet. Total entkräftet bist du. Okay. So, was haben wir denn hier? Wir nehmen halt alles, was so rumliegt, ne?
So. Moment. Ne? Das hat nichts zu sagen hier, ne? Okay, dann werden wir uns weiter bewegen, ne? Ja, wir müssen langsam schlafen, ich weiß ja. Auf geht's. Nur mal so als Gag. Nee, wir sind... Sieht super aus hier. Ja. So, weiter geht's. Die wollen nicht müde werden, ne? Die anderen, die wollen einfach nicht müde werden. So, und naja. Jetzt könnten wir natürlich das noch verbinden, ne? Wir könnten einmal so hier rüber und dann wieder hier rauf. Wollen wir das? Obwohl, das geht wahrscheinlich nur hier hin und dann wird nur das verbunden hier, ne? Aber wir können zumindest mal das hier verbinden. I need to catch my breath. Ihr seid jetzt alle, ne? Also ich werde jetzt mal... Ich werde jetzt wirklich mal schlafen. Und so richtig. Wisst ihr? Mal so richtig lange. So, dass es sich auch rentiert. Schön. Traumhaft. Das ist ein Träumchen, ne? Ein kleines Träumchen. So, wir müssen schon wieder Schluss machen. Wir gehen nochmal bis rauf zum Tempel des Elchs. Und ja, dann werden wir uns das nächste... Über die Fort müssen wir hier, ne? Dann müssen wir hier... Was ist denn eigentlich das hier? Ach, das Lager der Technik. Hier hinten. Oder gehen wir mal hier hinten rauf. Dann haben wir wenigstens noch das hier erkundet zumindest, ne? Über die Fort, ne? Nee. Wir gehen aber über die Fort. So, jetzt können wir uns eben nicht entscheiden. Oha. Ohi. Zack. Ich würde aber sie hier hinlassen und sie hier hin und dann schauen wir mal, was passiert. Ne? So, Valerie, zack. Und wo ist meine Amiri? Zack. Oh. Natürlich. Da, jetzt kann er wieder rennen. Was haben wir denn eigentlich? Ein Dolch. Naja. Naja. Aber immerhin. Irgendwas zum Verkaufen. Es plätschert vor sich hin. So, ist jetzt mein letztes. Achso, halt, hier runter müssen wir. Danke. So, braucht ihr nicht mit anzuschauen. Wir sehen uns draußen wieder. Pui. Gut. Hier, nee, dann wäre doch irgendwas, dass es hier entlang ginge, ne? Hier, ne, wenn ich dort weiter ging. Auf der anderen Seite, was soll hier schon sein, ne? Naja. Wenn ich es recht bedenke, was soll hier schon sein? Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher. Das Ding hat riesig ausgesehen beim Tempel des Elchs. Ja, was soll hier schon sein, ne? We should gather our strength. Es wäre schön, es wäre traumhaft, sag ich euch, wenn diesmal euer Essen funktionieren würde. Brauchen wir denn 9 Stunden? Wenn ich 8 mache, genau. Mindestruhezeit ist tatsächlich 9. Eigentlich müsste doch jetzt... Ah, schade, oder? Das ist echt ein bisschen... Oder wir hätten jetzt... Nee. Wir hätten jetzt... Ja, ich weiß. Wir hätten jetzt nochmal das Ding mit dem Honig machen können, wisst ihr? Das wäre, glaube ich, super gewesen. Oh, ich traue mich irgendwie nicht.
Ich trau mich nicht. So, ich mach für heute Schluss. Ja, und das nächste Mal geht's weiter, ne? Ah, ich weiß es nicht. Das wird bestimmt im Chaos enden, oder? Ciao, ciao.